Hallo an euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video. 5 Dinge, die hier rumfliegen, Special Edition. Denn angenommen, ihr seid so am Staubsaugen und findet unterm Sofa ein altes Snickers. Dann guckt ihr drauf, boah, 2018, ob man das noch essen kann. Wir haben übrigens jetzt das Jahr Ende 2021, also fast schon 2022, für die, die jetzt das Video erst ein paar Jahre später schauen. Also ihr findet ein 3 Jahre altes Snickers, was das Verfallsdatum seit 3 Jahren abgelaufen ist, und frage mich, kann man das noch essen? Und tatsächlich durch einen lustigen Zufall bin ich in Besitz vieler abgelaufener Süßigkeiten gekommen, die wir jetzt hier in diesem Video uns mal anschauen wollen. Auf meinem Kanal gab es schon Videos zu einem halben Jahr abgelaufenen Joghurt-Testen und einem Jahr alten Joghurt-Testen. Übrigens, in meinem Kühlschrank stehen sogar noch Joghurts, die 3 Jahre abgelaufen sind, aber die esse ich dann, glaube ich, doch nicht mehr. Ich will sie mir einfach vielleicht mal in 5 Jahren angucken. Also sie sind tatsächlich nicht verschimmelt. Innen drin, glaube ich zumindest. Vielleicht soll ich auch mal reingucken. Aber gut, irgendwann dann. Hab ja noch Zeit. Vielleicht ist so ein edler Käse raus geworden aus dem Joghurt. Ne, jedenfalls, ich habe jemandem beim Umzug geholfen und dabei ist so eine Art Weihnachtskalender zum Vorschein gekommen, der irgendwo in einer Ecke versauert ist. Und das ist so ein Süßigkeiten-Adventskalender gewesen, wo verschiedene Süßigkeiten drin waren. Und die Sachen sind echt vor lange abgelaufen. Zum Beispiel dieses Mars Extra Choc, das ist eine Special Edition gewesen. Die gab es so regulär gar nicht. Abgelaufen 24.09.2017. Über 4 Jahre. Dann haben wir hier Haribo Fruitylicious. MHD kann ich nicht, kann ich gerade gar nicht mehr lesen. Aber die sind im gleichen Kalender gewesen. Also die sind auch ungefähr seit 3 Jahren abgelaufen. Dann haben wir hier einen NYX Sport Crunch Riegel. MHD, ich weiß es auch noch nicht. Wo steht das hier drauf? Warum steht das jetzt hier nicht? Ich hab's gleich. Gleich sind wir soweit. Hier Verpackung. Ja, wo denn? Ist doch hier die Verpackung. Ah, hier. 10.10.2019, also 2 Jahre abgelaufen. Dann haben wir hier ein Helden Mango Cashew. Ich glaube Fruchthelden oder sowas. 30.08.2018, also auch seit über 3 Jahren. Und ein Ferrero Küsschen, was ich euch... Warte mal, das wollte ich doch gar nicht nehmen. Das war jetzt falsch. Entschuldigt bitte. Jetzt habe ich mich fast vertan. Ich wollte das hier nehmen. Vegans, weil ich war mir bei dem Küsschen nicht sicher. Vegans Super Chocobar Aprikose Baobab bis 17.08.2018. Also der Kalender ist wahrscheinlich so vom Jahr 2017 gewesen. Adventskalender. Und wir schauen uns diese Sachen jetzt mal an. Natürlich, Achtung, hier Disclaimer, Sachen, wo so Ei drin ist, Fleisch, Milchprodukte, sowas, das sollte man alles wirklich nicht essen. Wenn das mal ein paar Wochen drüber ist bei Joghurt, das ist eigentlich kein Problem. Man muss natürlich immer das Lebensmittel genau beobachten. Fleisch und sowas, Fisch, ne, auf keinen Fall essen. Außer es war jetzt irgendwie eingefroren oder sowas und dann schon zubereitet. Also deswegen, man kann natürlich auf seine Sinne vertrauen, aber sowas wie Süßigkeiten, wo so Zucker drin ist, da kann eigentlich nicht so großartig was passieren, außer dass es irgendwie bröselig wird, hart, nicht mehr schmeckt, irgendwie was vom Aroma verloren hat, weil halt die Aromastoffe langsam sich verflüchtigen teilweise und teilweise einfach nicht mehr essbar, weil es steinhart ist. Zum Beispiel die Haribos. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, diesen harten Stein. Ich glaube, die kann ich gleich lutschen. Also das ist das Problem. Wie gesagt, bitte Fleisch und solche Produkte nicht essen und grundsätzlich immer natürlich drauf gucken, ob das Ganze noch genießbar ist. So, wir fangen jetzt hier einfach mal an. Ich würde sagen, tatsächlich dann mit den Haribos. Die riechen aber noch ein bisschen fruchtig. Ich habe jetzt mal hier welche. Normalerweise Haribos, natürlich super soft. Die hier. Boah, die kann man sogar noch ein bisschen drehen. Ein bisschen bewegen. Hört ihr sie? Achtung. Wie ein Stein. Oh. Kann man aber nicht mehr beißen. Ich befürchte, ich muss jetzt ein bisschen lutschen. Können wir mal weiter überlegen. Mango Cashew. Boah, ist aber... Ist nicht gut für die Zähne. 100% Bio, super fruchtig, super nussig. Also ein Nussfruchtriegel, getrocknete Mangos, getrocknete Aprikosen, Cashewnüsse, Datteln und Oblaten. Haben wir in die weg, ey. Ich
Oh, die Oblate ist ein bisschen trocken, aber ein riesiger Fruchtriegel. Und langsam wird das Haribo ein bisschen weicher. Oder ich muss mal kurz pausieren, sonst fällt das Video nicht auf. So, ich habe es ehrlich gesagt aufgegeben, es hätte mir sonst zu lange gedauert. Ich habe es dann doch weggetan. Also Haribo nach einigen Jahren, wenn sie so hart sind, dass man sie kaum, also man kann sie als Bonbons, kann man sie noch lutschen. Wie gesagt, ist ja hauptsächlich nur Zucker drin, aber ja, macht dann so im Sinne von Fruchtgummi keinen Spaß mehr. Du hast hier so, ich weiß, bin mir sicher, ob der so riechen soll, weil der riecht, ich glaube, das ist der Dattel, ne? Nicht, dass er irgendwie so verschimmelt ist drin. Der riecht, das Problem ist, ich weiß nicht, wie der ursprünglich ist, dieser Riegel. Man kennt ja diese Dattelriegel, die immer so sehr intensiv riechen. Ich habe Angst. Boah, steinhart. Na, ich habe mich dem jetzt auch entledigt. Ich bin mir nämlich nicht so sicher, ehrlich gesagt, ob das so sein soll. Deswegen Achtung, die Sachen sind ursprünglich natürlich wahrscheinlich ganz besonders lecker. Also bei dem Fruchtriegel, also die Haribos, meiner Meinung nach ja, bei diesem Fruchtriegel wegen den ganzen Obst da drin, auch Oblaten, da bin ich mir nicht so sicher, ob da nicht doch irgendwie was am Ende drin wächst. Das schmeckte so ein bisschen merkwürdig. Ich weiß es nicht genau. Vegans Schokoriegel. Wie gesagt, seit über 3 Jahren über dem Verfallsdatum. Die Schokolade ist ein bisschen weiß geworden. Das könnt ihr sehen. Ansonsten, aber ist das gefüllt? Soll da jetzt Aprikose drin? Sieht aus wie ganz normale Schokolade. Ein bisschen bröselig, ein bisschen trocken. Da soll eine Aprikosenzubereitung drin sein. Aber wo denn? Gefüllt? Also von Aprikose schmecke ich zum Beispiel nichts mehr. Die Schokolade ist wie gesagt sehr bröselig und hart, aber schmeckt schokoladig. Ich finde den Schokoriegel, den kann man auf jeden Fall noch essen oder die Schokolade hier. Nur von Aprikose kriege ich irgendwie nichts mehr mit. Ich weiß nicht, also gefüllt ist es nicht, aber vielleicht ist das so reingemacht worden einfach nur, dass theoretisch die Schokolade so ein Aprikosenaroma hat. Da kriege ich aber wie gesagt nichts von mit. Von daher, ja. Dann machen wir jetzt mal den Nix Waffelriegel hier. Der hat auch Schokolade offensichtlich außenrum. Das sieht soweit auch alles ganz okay aus. Hier drin die Waffeln. Bisschen muffig. Ja, aber sonst geht das eigentlich, finde ich. Da habe ich schon Schlimmeres gegessen. So ein bisschen muffig, aber sonst geht es eigentlich. Mars Extra Choc Limited Edition. Der ist halt einfach ein bisschen feste. Aber ansonsten, ja, da ist die Schokolade wirklich nicht so geil. Ja. Auch hier muss ich jetzt sagen, schmeckt nicht so. Die Schokolade schmeckt irgendwie sehr merkwürdig. Das Karamell war noch ganz okay, aber irgendwie auch nicht so wirklich geil. Von daher, Fazit des Ganzen ist, ich glaube, es ist schwierig mit Sachen, die älter sind. Sowas, was nur aus purem Zucker besteht, das kann man machen. Man kann ja auch sowas wie Reis und Nudeln besteht aus puren Kohlenhydraten, die kann man essen. Warum sollte man jetzt hier nicht ja, Haribos essen können, sage ich jetzt mal, ne? Die eben einfach abgelaufen ist auch pure Kohlenhydrate in Form von Zucker. Also kriegen halt eine komische Konsistenz. Wie gesagt, die Aromastoffe drin, sie gehen weg. Schokolade kann gut sein, kann nicht gut sein. Ich glaube, man kann einfach erstmal sollte man nicht so viel kaufen, dass die Sachen überhaupt so alt werden und dass man sie auch wegbekommt. Zweitens kann man bei manchen Sachen vielleicht mal probieren, ob man da noch was von snacken kann. Aber ich denke, die beste Möglichkeit wird sein, einfach die Sachen nicht so lange ja, rumliegen zu haben, sprich mehr Süßigkeiten essen. Und
Ja, das soll es gewesen sein. Was ist das Älteste, was ihr schon mal irgendwo gefunden habt und probiert habt? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.